Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Euro Truck Simulator 2. Ja, ich bin jetzt schon wieder ein Stückchen gefahren, habe leider nicht gesehen, dass die Aufnahme gar nicht gestartet hatte. Ein bisschen blöd, weil wir sind ein paar Minuten schon weg. Wir sind gerade jetzt noch 4 oder 5 Stunden von unserem Ziel entfernt. 4 Stunden, es waren mal 6. Weil wir einen kleinen Umweg fahren mussten. Autobahn war gesperrt. Habt ihr jetzt leider nicht mitgekriegt? Schade. Ja, irgendwie hat es OBS nicht angenommen, dass ich die Aufnahme gestartet habe. Keine Ahnung, warum nicht. Oder die hat es ziemlich gleich wieder beendet, sehe ich gerade. In den aufgenommenen Dateien. Keine Ahnung, was da passiert ist. Ja, jedenfalls, wir sind wieder unterwegs. Und 4.06 Uhr, das heißt, es müsste bald hell werden. Das ist ja schon mal schön. Dann können wir wenigstens einen Großteil im Hellen fahren. Das ist schon mal kein Fehler. So, und hier biegen wir ab. Wahrscheinlich nur auf eine neue Autobahn, fürchte ich. Nimm die Ausfahrt rechts. Ich würde gerne auf nach rechts ab. Landstraßen fahren, aber das ist Autobahn. 205A müsste die Autobahn 205 sein, wenn ich das richtig vermute. Achtung, achten Sie auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. So. Ah, da ist eine Mautstation. Vielleicht endet da die Autobahn. Nee, ist gar keine Mautstation, ist ein Rastplatz. Okay. Nehmen alles zurück. Ein Rastplatz. Ja, dann werden wir doch wohl in der heutigen Folge die Ladung abliefern können. Bei den 6 Stunden hatte ich erst gedacht, das haut nicht hin. Da das ja mit der Aufnahme schief gelaufen ist, könnte es jetzt wieder passen mit den 4,5. Das sollten wir eigentlich hinkriegen in den 20 Minuten. Ups, Entschuldigung. War keine Absicht, ich wollte noch gerade auf die Aufnahmekontrolle gucken, aber sie läuft und das ist schon mal gut. Wenn ich dann nicht vergesse, dieses Eye-Tracking abzuschalten, dann rattert der da immer rüber. Weil er davon ausgeht, dass ich scharf nach rechts, links gucken will. Ja, jetzt kriegen wir danach zumindest wieder auch ein bisschen was von der Landschaft zu sehen. Das ist ja bei den Nachtfahrten nicht immer so der Fall. Und daher freue ich mich immer, da wieder ein bisschen was von der Landschaft auch wirklich sehen können. Und ja, ich bin mal sehr gespannt, dass wir dann das nächsten Auftrag nehmen können, kriegen, zur Verfügung haben, da was Interessantes dabei ist. Entweder halt von der Gegend, wo wir hinfahren. Also ich möchte schon erstmal in Spanien jetzt bleiben, dass wir da ein bisschen durchtouren. Dass wir mal Spanien hier was kennenlernen. Und dann ja, ich weiß jetzt nicht, wann die jetzige Beta-Version hier released wird. Weil ich gehe davon aus, dass kurz danach das Russland-Update kommen wird. Und dann sind wir ja wieder in Köln. Und werden uns auf jeden Fall auch mal auf die Tour nach Russland machen. Freue mich dann auch schon sehr drauf. Ich gehe mal davon aus, dass das jetzt im Dezember irgendwann passiert. Anfang, Mitte, Ende, ich weiß es nicht. Oder im Januar dann. Keine Ahnung, wie weit die mit der Beta hier fortgeschritten sind. Und wie weit die mit dem DLC fortgeschritten sind.
Und ja, Euro Truck Simulator gehört mit zu den Spielen, wo ich mir tatsächlich jedes DLC hole, was die so rausbringen. Einfach weil ich es immer noch gerne spiele. Und ja, hab zwar jetzt mal eine Weile Pause gemacht, aber jetzt spiele ich es auch, aber ja, nie aus dem Auge verloren. Immer mal wieder mit Freunden zwischendrin noch gespielt. Multiplayer dann. Gibt ja jetzt den, anfangs war es ja nur Truckers MP. Und jetzt gibt es ja den Ingame-Multiplayer, wo man dann noch die KI zur Verfügung hat. Was ich nochmal deutlich attraktiver finde als Truckers MP, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber das ist mein persönlicher Geschmack. Weil zum einen fährt man dann halt mit Leuten im Multiplayer, die man kennt. Wo man weiß, dass da nicht irgendwelche Spackos unterwegs sind, die nur nichts anderes im Sinn haben, als einen LKW zu klumpen zu fahren. Hier gibt es leider ein Truckers MP immer mal wieder. Und das Problem habe ich hier halt mit dem In-Game-Multiplayer einfach nicht. Da kann ich meine eigene Lobby aufmachen und dann halt die Leute dazu einladen, die ich gerne da drin hätte. Und man hat halt den KI-Verkehr hier dazu. Das finde ich auch mal eine sehr gute Lösung. Weil da fehlt ja bei Truckers MP auch komplett. Da gibt es keinen KI-Verkehr. Und den habe ich doch schon immer ein bisschen vermisst. Weil gerade auf Strecken, wenn man auf dem Server war, wo nicht so viel los war, einfach weil da auch dann entsprechend weniger Leute natürlich unterwegs sind, oder weniger Idioten unterwegs sind, oder man halt in Gegenden war, wo einfach wenig los war, hat ja nicht jeder jedes DLC und gerade wenn man hoch in den Norden fährt, da ist dann in der Regel sehr wenig los. Da habe ich dann den KI-Verkehr schon vermisst, muss ich ganz ehrlich sagen. Von dem her bin ich sehr froh über den Ingame-Multiplayer. Momentan sind es ja, glaube ich, dass man insgesamt zu 8 Leuten fahren kann, also man selber plus 7 Gäste. Ist jetzt hier in der Beta auch schon erweitert, dass man mit Mods fahren kann. Also der ursprüngliche Multiplayer, Ingame-Multiplayer ist, also man darf keine Mods nutzen, wenn man den spielen will. Und da jetzt in der Beta hier ist auch schon, dass die Mods erlaubt sind oder dass Mods generell erlaubt sind. Weiß nicht, wie das genau umgesetzt wird. Dass dann jeder auch so sieht oder ob dann der Host quasi alle Mods haben muss oder ob man die Mods nutzen kann, die der Host nutzt. Habe mich ehrlich gesagt noch nicht näher mit beschäftigt. Weiß von daher auch nicht so genau, wie das jetzt eigentlich genau da geregelt ist. Wir müssen hoffentlich geradeaus. Naja, da ist eine Tankstelle. Heißt, wir dürfen geradeaus fahren. Sehr schön. Und wir können unseren Kollegen hier ganz gut überholen. Relativ gut. Jetzt ist er weit genug weg. Passt. Ja, was ja noch so ein bisschen fehlt, ist so dieses Abstandsradar, ne? Das ist quasi auch nur unser Notbremsassistent, den es ja in vielen LKWs schon gibt, den gibt es ja in-game nicht. Dass der LKW dann einfach mal voll in die Bremse latscht, wenn man zu dicht auffährt. Ich gehe mal davon aus, dass der auch nicht kommen wird. Quasi noch so Autopilot, das wird dann noch, das wäre doch noch was, ne? Man spielt das Spiel mit sich selber sozusagen. Man selber gibt noch Start- und Zielpunkt vor
fährt vielleicht noch bis auf die Autobahn und den Rest macht dann das Spiel selber. Das wäre noch was, ne? Kann man in der Weilezeit Kaffee trinken gehen? Ach so, ganz vergessen, da wollte ich ja in der letzten Folge schon drüber geredet haben. Bin gefragt worden, wegen der, ja, was man für eine PC-Konfiguration nehmen kann, wenn man sich jetzt einen neuen PC kaufen möchte und halt gerade so Spiele wie Euro Truck Simulator, Medieval Dynasty etc. spielen zu können. Da kann ich immer echt nur empfehlen, guckt euch die rechts halten und dann Ausfahrt rechts nehmen. Guckt euch die Voraussetzungen an, die die Spielehersteller angeben und dann aber nicht auf die Mindestvoraussetzung gehen, sondern auf die empfohlene Konfiguration. Die ist in der Regel so, dass man das Spiel gut spielen kann. In der Regel mit hohen Auflösungen. Und Achtung, achten Sie auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. Da könnt ihr euch dann im Prinzip die... Hier kann ich, ne? Könnt ihr euch dann im Prinzip von allen Spielen, die ihr so plant zu spielen, die empfohlene Konfiguration raussuchen. Und dann quasi die Komponenten entsprechend des jeweils höchsten dann auswählen. Und dann habt ihr im Prinzip für alle Spiele das, was ihr braucht. Und wenn es außerhalb des Budgets liegt, kann man dann auch immer noch gut im Prinzip dann gucken, wo kann man unter Umständen ein bisschen Abstriche machen. Ja. So, musste ich husten. Achtung, achten Sie auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. Oh, da kann ich nicht durch. Das ist alles höhenbeschränkt. Da hätte ich durchfahren können. Hier. Links daneben, aber gut. Jetzt sind wir hier. Da hätten wir dann durchfahren können. Naja, verpasst. Was stehst du da? Ja, genau. Also wie gesagt, kann ich nur raten, geht auf die empfohlene Konfiguration. Da seid ihr dann eigentlich auf der sicheren Seite und habt dann auch noch ein bisschen was für die Zukunft. Wenn es vom Budget natürlich noch unter dem geplanten Budget ist, da kann man natürlich immer noch höher gehen, um quasi dann auch noch weiterhin sicher zu sein. Also ich persönlich spiele jetzt noch mit einem i7-6700, also ein relativ alter Prozessor, habe allerdings eine aktuelle Grafikkarte, eine GTX 3080 drin, wobei ich vor der, also lange Zeit auch noch mit der GTX 1080 gespielt habe. Also bis vor einem Jahr. Und das waren ja auch diese Spiele, die ich hier gespielt habe. Also die gingen auch wunderbar damit noch zu spielen. Also wer jetzt eine 3060 oder sowas kauft, oder auch eine 2060, ist da mit Sicherheit auch noch sehr auf der sicheren Seite. Also das ist jetzt Nvidia-Bereich. AMD, muss ich sagen, kenne ich mich nicht mit aus. Geradeaus. Kann ich also wenig zu sagen. Ich weiß, dass die neuen Prozessoren von AMD recht gut sein sollen.
oder sehr gut sein sollen zu den Grafikkarten, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Kann ich wenig zu sagen. Achtung, ich bin irgendwie auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. Eher Intel und Nvidia Kind. Und wobei ich mir, also ja, also ich würde es AMD nicht ausschließen. Die sind halt einfach deutlich preisgünstiger als jetzt zum Beispiel Intel. Gerade bis zur 11. Generation vom Intel, weiß gar nicht, wie das die 12. ist. Die soll jetzt leistungstechnisch, glaube ich, wieder deutlich besser sein. Habe ich gehört. Mich aber auch noch ehrlich gesagt nicht näher mit informiert, weil es momentan für mich einfach noch nicht geplant ist, da irgendein Update zu machen. Ich glaube, das letzte war die Grafikkarte, die ich aktualisiert habe. Da habe ich glücklicherweise günstig, also da war noch extra ein Einführungsrabatt von 80 Euro, eine GTX 3080 gekriegt. Links abbiegen und dann rechts abbiegen. Und jetzt muss ich mal gucken, wo muss ich denn hin? Da. Biege nach rechts ab. Hier müssen wir hin, wenn ich das richtig sehe. Rechts abbiegen. Biege nach rechts ab. Genau, eine 3080 gekriegt. Glücklicherweise bei einem Händler, der zwar auch nicht sofort liefern konnte, aber der angeboten hat, die Bestellung bestehen zu lassen und zu liefern, sobald er liefern kann. Zum gleichen Preis natürlich. Sie sind am Ziel angekommen und Ihre Routenführung ist damit abgeschlossen. Wenn viele andere, gerade Amazon und so, die haben wir vielfach dann einfach storniert. Und das hat mein Händler zum Glück nicht gemacht. So, wir machen die Variante natürlich. Und ja, deswegen habe ich glücklicherweise eine 3080 gekriegt. Mit 3-4 Wochen Verspätung zwar, aber hab sie. Und bin auch sehr zufrieden damit, muss ich sagen. Also kann ich mich nicht beschweren. So, da hinten müssen wir hin. Gucken wir mal, dass wir das schaffen. Ich hoffe, ich habe das jetzt nicht total verlernt. Sieht gar nicht mal so verkehrt aus. Könnte gleich beim ersten funktionieren, beim ersten Versuch. Wunderbar. So. Perfekt eingeparkt, würde ich mal sagen. Dann koppeln wir ab. Auftrag ausgeführt. Sehr schön. Oh, Level 71, sehr gut. So, fortfahren. Dann gucken wir mal, was wir als Aufträge finden. Das können wir jetzt noch in der heutigen Folge machen. Aufträge, da müssen wir hin. Ich hab grad. So, wir sind hier in A Coruña. Portugal haben wir ja auch dabei, stimmt ja. Ja, da werden wir definitiv jetzt einen Auftrag suchen, der hier irgendwo. So ein Raupenbagger wäre doch schön, ne? So einen langen Anhänger, das fände ich jetzt auch schick. Boot könnten wir, der geht nach Portugal sogar. Oder sowas hier. Faro, Portugal. Ich glaube, wir nehmen so einen Gigaliner.
Das machen wir. Das sieht gut aus. Und wir fahren dann schön hier nach da Portugal runter. Ich hoffe, durch die ein oder andere Ortschaft durch. Gucken wir mal. Wie lange hat er noch? Ab in 17 Stunden. Wunderbar. Ja, machen wir. Fertig zum Losfahren. So, wo müssen wir denn hin? Ja, wo wir genau hinfahren müssen, das seht ihr in der nächsten Folge. Ich sag danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Ihr seid das nächste Mal wieder mit dabei. In diesem Sinne, tschüss. Bis zum nächsten Mal.